Guten Morgen, liebe Funkfreunde. Hier ist Delta Lima 0 Köln Aachen, DL0 KA mit der Vorankündigung des Köln Aachen Rundspruchs. Unseren Rundspruch könnt ihr sonntags um 11 Uhr Ortszeit in Bild und Ton empfangen. Die Aussendung erfolgt über verschiedene FM-Relais in unserem Distrikt und über Kurzwelle. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, unseren Rundspruch zeitgleich im Internet auf unserer Webseite zu sehen und zu hören. Für eure Mitteilungen und Anregungen erreicht ihr die Redaktion unter kars@darc.de. Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags um 12 Uhr. Heute ist Sonntag, der 10. Dezember 2023 und 2. Advent. Das Rundspruchteam ist wieder mit interessanten News auf Sendung. Am Mikrofon ist heute Frank Delta Hotel 2 Kilo Fox, SWL Jenny und Markus Delta Golf 1 Kilo Mike Whiskey. Wir wünschen euch einen guten Empfang und freuen uns über eure Bestätigungen. Vor 45 Jahren Morse-Alphabet anschaulich erklärt. Samuel Morse erfand im Jahr 1837, also vor 186 Jahren, das Morse-Alphabet. Es ist auch heute noch in Gebrauch und von daher Funkamateuren bestens bekannt. Dabei wird nicht nur aus Spaß an der Freude gemorst, sondern auch aus der Notwendigkeit heraus. Etwa bei schwierigen Ausbreitungsbedingungen oder unter Verwendung sehr einfacher, selbstgebauter Sender und Empfänger. Lesen wir im Funkamateur. Der 2015 leider viel zu früh verstorbene Dr. Ingenieur Henning Peuker, Delta Mike 2 Bravo Mike Lima, Yankee 22 Mike Lima und Delta Lima 2 Delta Sierra Delta befasste sich sehr intensiv damit und veröffentlichte im Funkamateur 12/1978 die Abhandlung Wissenswertes zum Morse-Alphabet. Weitere Informationen findet man im Funkamateur. Gleich zu Anfang des Jahres 2024 bietet der DARC e.V. zwei Seminare in den Schulungsräumen des Amateurfunkzentrums im Baunatal für seine Mitglieder an. So eine Meldung auf der Webseite des DARC. Am 24. Februar können Sie bei Dozent Matthias Dahlke, Delta Juliet 9, Mike Delta, die Grundlagen der Mikrocontroller am Beispiel eines Arduinos erlernen. Der Umgang mit der Software Fornec 2 ist Gegenstand des zweiten Seminars am 16. März. Hier lernen Sie bei Dozent Thilo Kurz, Delta Lima 9, Kilo Charlie Echo, wie die Antennensimulation mit Fornec 2 funktioniert. Später im Jahr, am 26. Oktober, findet das dritte Seminar zum Thema Smith-Diagramm und Netzwerkanalysator statt. Als Dozent konnte hier Michael Hartier, Delta Kilo 5, Hotel Hotel gewonnen werden. Die Seminare können nur von DRC-Mitgliedern gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite events.darc.de. Dort finden Sie weitere Informationen und genaue Teilnahmebedingungen und Seminarinhalte. Das Jahrbuch für den Funkamateur 2024 steht zur Verfügung, lesen wir in der DARC-Facebook-Gruppe. Sie suchen eine Übersicht, in welchen Ländern Sie auf Gegenseitigkeitsbasis nach der sogenannten CEPT-Lizenz ohne bürokratische Hürden Amateurfunk machen können. Sie benötigen eine Übersicht zu Amateurfunkdiplomen. Sie suchen Angaben zu Distrikts- und Ortsverbandskennern des DRC, zu Zeitzonen, einen Führer durch die Länderpräfixe, zum Locator. All das und viel mehr steht in diesem Werk von Hans Schwarz, Delta Kilo 5 Juliet Lima. Der Autor stellt das Buch Jahr für Jahr akribisch neu zusammen und gibt dem Leser damit ein universelles Nachschlagewerk an die Hand, das in keinem Scheck fehlen sollte. Begründet wurde das Jahrbuch für den Funkamateur in den 70er Jahren von Etienne Heritier, HB9DX, und folgt auch heute noch weitgehend dem ursprünglichen Modell. Hans Schwarz, Delta Kilo 5 Juliet Lima, übernahm 1997 die Herausgabe, das heißt die Mammutaufgabe, Jahr für Jahr jegliche Änderungen bei nationalen Gesetzen und Vorschriften, weltweiten Präfixen, Frequenzzuweisungen, automatisch arbeitenden Stationen, Baken, Amateurfunksatelliten, Contest- und Diplomausschreibungen, DOKs, Promis im Amateurfunk und vieles mehr gewissenhaft zu recherchieren und die so
und so die Angaben stets aktuell zu halten. Das Nachschlagewerk hat immer an Umfang zugenommen, pro Jahr um 20 bis 30 Seiten. Amateurfunk und Satellitennavigation im 23 cm Band, wie passt das zusammen? In dieser Woche vor der Weltfunkkonferenz WARC 23 in Dubai nahm auch die IARU an der Sitzung der ITUR Radio Assembly teil und beteiligte sich an der Entwicklung der ITUR Empfehlung M2164 für den Amateurfunkbetrieb im 23 cm Band neben dem Gleichfrequenzfunknavigationssatellitendienst RNSS. Diese ITUR-Empfehlung M2164 ist jetzt verfügbar und kann zusammen mit einer Zusammenfassung der technischen Bedingungen als PDF-Datei eingesehen werden. So eine Meldung im Deutschlandrundspruch KW48 2023. Die Empfehlung wird Bestandteil der WARC-23-Diskussionen sein, die noch bis zum 15. Dezember zum Tagesordnungspunkt 9.1b der WARC-23 laufen. Sie stellt den Höhepunkt von mehr als 4 Jahren Arbeit des IARU-Teams innerhalb der ITUR-Studiengruppe dar, um angesichts des starken regulatorischen, politischen und kommerziellen Drucks das beste Ergebnis für den Amateurfunk zu erzielen. Darüber berichtet Tom Kamp, Delta Fox 5, Juliet Lima, mit Verweis auf die IARU-Region 1-Golf 4 Sierra Juliet Hotel. Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha mit der Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Am Mikrofon ist nun Frank, Delta Hotel 2 Kilo Fox. Es ist eine stattliche Zahl. Genau 4.755 Funkamateure sind derzeit im DARC e.V. ehrenamtlich für ihren Verein engagiert. Der Stichtag für diese Zahl war der 5. Dezember, der 1986 von dem Vereinten Nationen ins Leben gerufene Internationale Tag des Ehrenamtes, wie auf der DARC-Facebook-Gruppe berichtet wird. Mit dem Gedenk- und Aktionstag ehren die UN alle die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. In Deutschland waren es im November 2023 allein über 16 Millionen Aktive in Vereinen, Verbänden, Initiativen etc. Für die Mitarbeiter der DARC-Geschäftsstelle und für den Vorstand ist dieser Tag eine treffliche Gelegenheit, den vielen ehrenamtlichen tätigen Funkamateuren herzlich für die ihre unentbehrliche Arbeit zu danken. Über 8.400 Ämter sind in den rund 1.000 Ortsverbänden, in den 24 Distrikten, in Referaten und Stäben, Ausschüssen und Arbeitsgruppen zu vergeben. Ohne diese unermüdliche Arbeit wäre der Amateurfunk in Deutschland nicht das, was er ist, eine lebendige, aktive Gemeinschaft mit großer Vielfalt. Die 277 Frauen und die 4.478 Männer sichern die Zukunft des DARC, indem sie sich um die Jugendarbeit, um Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit oder um die Durchführung von Contesten kümmern, für den Erhalt der Frequenzen aktiv sind oder ganz allgemein das Clubleben fördern. Auch beim 6. Funktag am 27. April 2024 wird es in den Kasseler Messehallen einen interessanten Mix aus kommerziellen und ideellen Ausstellern, Vorträgen und Ausstellungen geben, schreibt Steffi Heine, Delta Oscar 7 Papa Romeo auf Facebook. Soeben hat sich der DARC-Distrikt Niedersachsen als ideeller Aussteller angemeldet. Der Vorsitzende Oliver Häusler, Delta Hotel 8 Oscar Hotel, hat mit seinem Team wieder viele Ideen, um den Amateurfunk und den DARC e.V. zu repräsentieren. Weitere Informationen und die Anmeldungsformulare für die ideelle und kommerzielle Aussteller findet ihr unter www.funktag-kassel.de. ESA. Aufruf an alle Funkamateure. Seien Sie der Erste, der den Satelliten ISAT 1 auf seiner Umlaufbahn hört. Der irische Forschungssatellit für Bildungszwecke ISAT 1 ist eine CubeSat mit 2 Einheiten des University College Dublin.
Er ist ein Teil des Programms Fly Your Satellite der ESA-Akademie und ist im Dezember, am 1. Dezember 2023 um 18 Uhr UTC gestartet, lesen wir auf der Facebook-Gruppe des DARC. Eirsat 1 wird im ORF-Band senden und Funkbegeisterte aus der ganzen Welt sind eingeladen, die ersten Anzeichen von Aktivität des Satelliten in der Umlaufbahn mitzuhören. Eirsat 1 wird voraussichtlich ca. 90 Minuten nach dem Start in eine plus minus 520 Kilometer sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht, wobei die Antennenausrichtungsversuche des Satelliten 45 Minuten später beginnen. Die Barke von Eirsat 1 wird im URF-Band auf einer Frequenz von 437,1 MHz senden. Der Downlink ist GMSK modelliert und hat eine Datenrate von 9K6. Anweisungen zur Dekodierung der Eirsat 1-Barke finden Sie auf der Eirsat 1-Anleitungsseite. Die erste bestätigte Aufnahme von Eirsat 1 und jedem Kontinent Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Südamerika und Ozeanien innerhalb einer Woche nach dem Start wird mit einer QSL-Karte der ESA belohnt. Diese Sonder-QSL enthalten eine Danksagung für die Hilfe, die die Gewinner der ESA und den Eirsat 1-Team beim Empfang der ersten Signale von Eirsat 1 geleistet haben. Um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, senden Sie bitte Ihre Aufnahme unter Angabe von Datum und Zeit des Durchgangs über Ihre Bodenstation und den Standort Ihrer Bodenstation an clubsat@esa.int. Geben Sie in der Betreffzeile der E-Mail unbedingt Eirsat 1 Wettbewerb an. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen der ESA-Akademie einverstanden. Eirsat 1 ist Irlands erster Satellit und wurde von Schülern mit Unterstützung des ESA-Bildungsprogramms Fly Your Satellite entworfen, gebaut und betrieben. Vereinfachte Beitragsermäßigung für junge Erwachsene, Mitglieder im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, werden nach Beschluss der Mitgliederversammlung im November 2023 automatisch in der Beitragsklasse 2a eingestuft, lesen wir auf der Webseite des DARC. Der Leiter des AJW-Referats, Matthias Jung, Delta Lima 9, Mike Juliet, begrüßt diese Entscheidung des Amateurrats. Durch diesen Schritt entfällt der Nachweis einer Schul- oder Studentenbescheinigung ab sofort, was für viele unserer jugendlichen Mitglieder einfacher macht. So zahlen Jugendliche unter 18 Jahren einen reduzierten Beitrag von 36 Euro pro Jahr. Jugendliche bis 25 Jahre dann 52,80 Euro pro Jahr. Damit stellt der DAC e.V. die Weichen für das Jugendjahr 2024. Weitere Informationen zur Beitragsordnung findet man auf der Webseite des DARC. Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha mit der Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Am Mikrofon ist nun SWL Jenny. Weihnachten steht fast vor der Tür, liebe Funkfreunde, und das Jahresende ist nicht mehr fern. Über den Jahreswechsel wird das Rundspruchteam eine Pause einlegen und am 14. Januar 2024 wieder mit aktuellen Nachrichten starten. Deswegen erinnern wir euch daran, zu unserem letzten Rundspruch vor der Weihnachtspause am 17. Dezember alle die Meldungen rechtzeitig an das Rundspruchpostfach zu schicken, die ihr uns in diesem Jahr noch mitgeben möchtet. Das Christkind holt eure Nachrichten bei kars@darc.de bestimmt gerne ab. Achtung! Redaktionsschluss ist am Donnerstag, den 14.12. um 12 Uhr. Vor 2 Wochen kratzte der Solare Flux noch an der 200er-Marke. In dieser Woche erreichte er am Mittwoch mit 130 Einheiten einen vorläufigen Tiefpunkt. Seitdem nimmt die Flare-Tätigkeit wieder zu, steigt die Sonnentätigkeit an und mit ihr die für weltweite Funkverbindungen so wichtige Ionisation in der F2-Region. Unabhängig davon hatte sich ebenfalls in der vergangenen Woche ein riesiges dunkles Loch in der Sonnenoberfläche aufgetan. Es ließ schnellen Sonnenwind direkt Richtung Erde strömen.
Die Größe und Ausrichtung dieses koronalen Lochs, das in seinen Ausmaßen breiter als 60 Erden war, sei in dieser Phase des Sonnenzyklus beispiellos, sagten Wissenschaftler der US-Wetterbehörde NOAA. Das koronale Loch war am 2. Dezember in der Nähe des Sonnenäquators entstanden und erreichte innerhalb von nur 24 Stunden seine maximale Breite von rund 800.000 Kilometern. Sein Sonnenwind löste in höheren Breiten Aurora aus. Inzwischen hat es sich quasi aufgelöst. Ausgebrochen ist dagegen der Sonnenfleck AR 3511. Am späten Abend des 8. Dezember verursachte dies eine Sonneneruption der Stärke M5.5 und einen Kurzwellenradio-Blackout über dem Südpazifik. Erste Analysen dieses Flare-Ausbruchs deuten jedoch darauf hin, dass die Eruption keinen signifikanten koronalen Massenausstoß erzeugt hat. Für die kommende Woche können wir zunächst mit einem weiteren Anstieg der Sonnenaktivität rechnen, bei einem solaren Fluxindex von 135. Ab Wochenmitte erwarten wir ein leichtes Absinken, da mehrere Regionen über den westlichen Sonnenrand abziehen werden und am Ostrand sich derzeit keine neuen großen Aktivregionen ankündigen. Der solare Flux wird dann Werte von 125 Einheiten erreichen. Neue koronale Löcher werden sich mit ihren schnellen Sonnenwinden dagegen schon am späten Sonntag bemerkbar machen. Mit einer zunehmenden Aktivität der Erdmagnetik ist bereits mit Ausklingen des Wochenendes zu rechnen. Die kommende Woche bringt damit wenig Veränderungen im Vergleich zu der zurückliegenden. Die mittägliche MUF für eine Sprungdistanz von 3000 Kilometer liegt voraussichtlich zwischen 35 und 40 MHz. Aufgrund der kurzen Tageslänge öffnet 10 Meter etwa von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr UT, 15 Meter bleibt bis etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang geöffnet, 20 Meter ein bis zwei weitere Stunden. Nachts beobachten wir im Augenblick etwas mehr Ionisation, sodass 30 Meter länger nutzbar ist. Der Tiefpunkt der MUF 3000 liegt am frühen Morgen bei etwa 8 bis 9 Megahertz. Es folgen die Termine. 11.12. Barcamp Bad Honnef Golf 01. 24.12. Aussendung Weihnachtsbotschaft SAQ aus Grimmeton. 26.12. DARC Weihnachtskontest. 26.01.2024 Jahresbeginnfeier Golf 09 Bad Honnef. Bitte schickt uns eure Termine, Terminverschiebungen oder andere interessante Beiträge an kars@darc.de. Das war der Köln-Aachen-Rundspruch für die 49. Kalenderwoche 2023. In der Redaktion war Ralf, DL1RS, sowie in der Produktion das gesamte Team Bonn 1. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Empfang und wünschen euch eine angenehme Woche und eine besinnliche Adventszeit. Das Rundspruchteam freut sich, euch zur nächsten Ausgabe des Köln-Aachen-Rundspruchs am Sonntag, den 17. Dezember 2023, wieder auf den bekannten Frequenzen begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf, wie gewohnt, viele Zuhörer und Bestätigungen. Informationen rund um den Rundspruch findet ihr auf unserer Internetseite köln-aachen-rundspruch.de. 73 und AWDH, euer Köln-Aachen-Rundspruchteam.